Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prototype 2. Ich bin's wieder, Lot1986. Und das hier ist die erste Special-Folge von Prototype 2. Special-Folge? Ja, Mann. Denn ich habe ja beim letzten Mal so gefragt, wollt ihr Rednet sehen oder nicht? Und da kam, ihr wart sehr, sehr zweigeteilt. Viele wollen es sehen, manche wollen es aber nicht sehen. Kamen Vorschläge, wie ich das am besten lösen könnte. Und den Vorschlag nehme ich jetzt einfach an. Special-Folge, einfach Rednet. Und Paket 1 möchte ich heute abschließen. Die Events werde ich jetzt nicht nochmal zeigen, weil ich die ja soweit schon fertig habe, bis auf 1. Da bin ich erst noch Bronze, nicht Gold, aber da habe ich ihm gerade wirklich, wenn ich ehrlich bin, keine Lust auf. Sondern wir müssen uns einen Brawler suchen und wir müssen ihn 6-mal treffen, ohne selber getroffen zu werden. Und wir müssen 30 Ziele mit einem Granatwerfer erledigen in 30 Sekunden. Ich denke mal, das ist beides auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich. Oh, direkt ein Bauernmaker, aber darum kümmern wir uns nicht, weil es soll ja hier jetzt um Rednet gehen. Warte mal, ist da unten? Du bist Brawler. Ey, du bist Brawler. Einmal getroffen. Zweimal getroffen. Ah, verdammt. Okay. Ausweichen. Angreifen. Ausweichen. Angreifen. Ausweichen. Angreifen. Ausweichen. Angreifen. Oh, verdammt. Ausweichen. Angreifen. Ausweichen. Angreifen. Ausweichen. Angreifen. Ja, das werdet ihr jetzt noch öfter hören. Flupp, ausgewichen. Kannst du mal gucken, du. Jo, du springst, wusste ich doch. Bäh! Neuer persönlicher Rekord haben wir schon mal. 5 Treffer. Nein! Fick dich doch! Du Arschloch! Du kleines Mistviech-Rappen-Scheißteil. Komm her, lass dich absorbieren, füll mich wieder auf. Ich muss mir einen neuen Brawler suchen. Mann, ey! Mann, ey! Money. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das waren, aber das waren einige, die wir gerade erledigt haben. Da rechts ist schon wieder was Schönes markiert. Ach ne, das ist Militär. Ist mir. Ah, da hinten. Da. Der nächste Brawler. Die nächsten zwei Brawler direkt auch noch. Ja, zwei Brawler sind dabei. By the way, etwas unpraktisch. Also erledigen wir den ersten Mal. Oh, Herausforderung abgeschlossen. Für 0, 6 Treffer, ohne getroffen zu werden. Damit haben wir die Herausforderung auch schon weg. Ja, das ist sehr nett, dass ihr Einsatzteams unterwegs seid. Ich brauche euch auch. Beziehungsweise eigentlich brauche ich euch gar nicht. Ich suche mir lieber eine schöne Basis und nehme die dafür auseinander. Tja, Trick 17, ne? Trick 17, sag ich dazu nur. Könnt ihr mal bitte abhauen? Ach, auch nicht. Wo ist denn hier die nächste Basis? Zeigt mich mal an, wo die nächste Basis ist. Beim Helikopterlandeplatz wäre die nächste Basis oder da wäre die nächste Basis. Ich glaube, die ist etwas näher dran. Nein, ich kümmere mich jetzt nicht um die Rednet-Aufgaben. Also die lasse ich absichtlich seitlich liegen. So, erstmal kurz entkommen, damit wir hier in Ruhe durchrennen können. 30 Ziele mit Granatenwerfern erledigen. Also ich glaube, das sollte hier in der roten Zone wirklich nicht wirklich schwer fallen. Wir müssen uns nur einen Granatwerfer halt eben besorgen. Und dann haben wir auch schon das erste Herausforderungspaket Chrome Palette, die Tutati, abgeschlossen. So. Haben wir denn hier irgendeinen, der einen Granatwerfer in der Hand hat? Hallo, habt ihr hier irgendjemanden Granatwerfer? Ist hier überhaupt irgendjemand? Ah, guck mal, da sind Leute. Aber die haben keinen Granatwerfer. Haben wir hier unten Granatwerfer? Irgendjemand, der einen Granatwerfer vielleicht in der Hand hat? Irgendjemand? Nein. Was ist denn das für eine doofe Basis, die ich mir ausgesucht habe? Das ist doch kacke. Ja, nee, ich wollte ihn eigentlich schon. Ja, nee, aber okay. Aber das ist ein Raketenwerfer. War es wirklich ein Granatwerfer? Events,
Granatwerfer, ja, okay. Granatwerfer, wir brauchen Granatwerfer. Wo findet man hier auf die... Halt die Klappe. Wo findet man hier auf die schnelle, bitte schön, Granatwerfer? Selbst wenn man danach sucht, wo findet man einen? Normalerweise sollte doch hier eigentlich irgendwo in irgendeiner der Bars irgendein Typ einen Granatwerfer in der Hand haben, oder nicht? Oh nein, die haben ja alle so schöne Raketenwerfer. Mit Raketenwerfer kann ich leider Gottes nichts anfangen. Du hast eine normale Waffe, hast du einen Granatwerfer da? Oh yeah. Oh yeah, Baby, komm her. Ist mir egal, ob der beobachtet wird. Komm her, hab ich gesagt. Waffe. Ja, bitte. So. Damit haben wir einen Granatwerfer. Wir sehen trotzdem mal ganz kurz zu, dass wir von denen entkommen hier. Weil die Aufgaben möchte ich relativ gerne in Ruhe erledigen. So, Einsatzteam ist unterwegs. Er ist sehr wundertoll. Zack. Soll das Einsatzteam noch unterwegs sein? 3, 2, 1, super. Viele Gegner, viele Gegner, viele Gegner. Ich brauche viele Gegner auf einem Haufen. Ihr seid alle zu wenig. Ihr seid... Ah, ja, gut. Bam! 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 5 Eliminierungen. Herausforderung abgeschlossen. 30 Eliminierungen in 30 Sekunden. Sehr schön. Das heißt, ich müsste jetzt meine neue Fähigkeit bekommen, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Oder sehe ich das richtig? Event-Paket abgeschlossen. Ja. Neue Belohnung freigeschaltet. Ja. Und wo genau kriege ich die jetzt her? Erstmal landen wir. Wow. So. Lass mich raten. Ich muss in Rednet rein. Belohnungen. Bonusobjekte? Nein. Bei Spielerskins? Ja, wäre ja Blödsinn. Bei Videos? Ah, Charakterentwicklung. Charakterentwicklung, Entwicklung, Entwicklertagebuch Nummer 1. Um die Charakter für ein Spiel wie Prototype 2 zu entwickeln, sind enorme Anstrengungen eines ganzen Künstlerteams aus allen Produktionsbereichen erforderlich. In diesem Tagebuch erhalten Sie einen Einblick in die früheren Konzeptphasen, in denen einige unserer Lieblingscharaktere entstanden. Ja dann, gucken wir doch mal da rein. Ja, die Vögel, finde ich, haben sie ein bisschen zu wenig eingearbeitet, wenn ich ehrlich bin. Von denen hätte ich gerne etwas mehr gesehen und auch erfahren. So wie es aussieht, hatten sie mehrere Ideen zu Hella. Das war's? Das war jetzt alles? Na gut, dann kann ich euch doch noch den Sprengradius zeigen. Vielleicht hole ich auch Gold gleichzeitig. Machen wir das noch relativ kurzfristig mit dazu. Ich weiß nämlich jetzt auch nicht, wie lange ich aufnehme, weil ich nicht auf die Uhr gesehen habe. Weil ich mir einfach dachte, ey, Stefan, nimm's doch auf. Macht doch Spaß, macht doch Laune, nimm's einfach auf. Ne? Naja, egal. Event starten. Ja, bitte, Kollateralschaden. Wir dürfen, Event starten. Wir dürfen von oben nach unten fallen. Wie sollte es auch anders sein? Wir haben insgesamt 3 Stürze zur Verfügung. Links für Eruption und rechts für die Schockwelle. Man muss dazu sagen, dass bei diesen Events meistens die Eruption etwas besser geeignet ist. Und wenn man relativ gut trifft, dann braucht man auch nicht... Ja, genau das. Dann hat man nicht noch 2 Ziele, die da so ein bisschen abseits stehen. Das Problem ist nur von oben zielen, finde ich persönlich.
Das ist etwas tricky. Weil der Kreis von der Eruption noch ein bisschen kleiner ist, als man das so gewöhnt ist, beziehungsweise als das man so kennt. Und gleichzeitig will man natürlich auch versuchen, in die Mitte zu treffen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil, ne? Die einfach mal weglaufen. Nein, die laufen nicht weg, aber man fliegt halt eben und man hat einen komischen Kamerawinkel. So, mittlerweile sind es etwas mehr Ziele geworden. Wir haben nichts Explosives mit dabei. Und jetzt. Oh ja, das hat alle getroffen. Das hat alle getroffen, oder? Ja, Mann. 16 Ziele eliminiert, 16 Ziele noch über. Wenn ich das jetzt schaffe, die zweite Formwelle auch noch zu erledigen, dann gibt es Special Points. Denn wir haben noch einen Sturz über und das gibt dann, glaube ich, 10 Punkte nochmal oben drauf. Also 10 Türen. Genau, 10 Bonus-Eliminierungen oben drauf. So, 2 Stürze haben wir fertig, also 2 Runden. Bei 110 Eliminierungen kriege ich meine Goldmedaille. 32 müssen wir erledigen. Die stehen jetzt aber ein bisschen ungünstiger, finde ich. Ein bisschen verteilter, wenn ich das... Ja, nee, ist scheiße. Fängt gut an. Egal, wir haben 86 schon mal. Ist ja auch toll. Und runter da. Bam, fast in der Mitte und die bleiben richtig scheiße stehen. Ja, 8 Ziele übrig. Wie soll ich die denn erledigen mit einem Sturz noch, bitte? Da komme ich jetzt vielleicht auf... Ach komm, hau raus. Mach die Attacke, ist ja auch egal. Wahoo, noch eine Eliminierung oben drauf, hat nicht ihn gehauen. Damit müsste ich aber Silber haben. Silber! Hell fucking yeah! Und Alcatraz wieder geschlagen. Hell fucking yeah! Und 1000 EP dafür gekriegen. Hell fucking yeah! Hell fucking yeah! Ich finde das so geil, wenn er dann zum Schluss steht. Egal. Neuer Eventrang. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gezeigt. Das kann ich ja nochmal kurz zeigen. Es gibt nämlich noch die Herausforderungen. Ne, hier, Freundebesieger. Ne, 4 Siege. Also ich fliege 4-mal vorne eben gerade. Deswegen habe ich Rang 1 da. Hier Flüchtling, Militärhaftung, Massensammler, Blutvergießer und wattet nicht alles. Gibt er. Also es gibt so viel. Längste Zeit in der Luft, da 27 Sekunden war ich in der Luft gewesen. Ja, und wartet nicht, alles noch gibt. Ich denke mal, da werden wir überall noch ein paar Pünktchen später erreichen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Beim nächsten Mal, also in der nächsten Rednet-Folge, haben wir einiges abzuarbeiten. Und glaubt mir, ihr werdet ein Schreien hören. Ihr werdet ein Schweinen hören. Aber weit wo fahren wir schon abgeschlossen davon. Ich bin euer Lund986, das war Prototype 2. Bis dann.